Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, am Wochenende, ich hatte ein bisschen Internetprobleme tatsächlich. Und ja, es gibt aber noch ein bisschen was anderes zu tun. Also in jedem Fall ist es echt mal das Letzte, was wir hier machen. Und wir greifen hier den hier erstmal an. So, ich muss mal eben schauen, wie wir das am einfachsten regeln. So, habe ich, oh, ich habe ja ein paar Loons dabei, okay. Ein paar Loonsies dabei, dann machen wir das hier hinten mal weg und mal sehen. Vielleicht auch noch das hier. Könnte Sinn machen, dass uns die Queen da nicht abhaut. Ich bin im Moment hart mit meinen Mauerbrechern unterwegs. Das ist nicht schlecht, die habe ich im CK auch schon benutzt gehabt. Okay, Queen geht gut durch. Multi-Inferno, okay, Multi-Inferno ist das natürlich nicht so prall für meine Mauerbrecher. Muss ich mal so sagen, da muss ich ein bisschen schneller sein. Friesen. Da ist der jetzt schon mal weg. Und wir kommen noch Richtung Scattershot rein. Wunderbar. Das ist nicht schlecht. Oh, wir kommen ja fast bis zum Rathaus, wa? Alter, das wäre ja cool. Das wäre ja wirklich mal cool, aber wir kommen nicht ganz bis zum Rathaus. Okay. Wir kommen nicht ganz bis zum Rathaus. Ich habe aber auch keinen Sprungzauber dabei. Ich brauche auch keinen Sprungzauber, okay. Ich brauche auch keinen Sprungzauber. Ich würde sagen, wir schicken jetzt gleich schon unsere Meute hier mit rein. Oh. Single Inferno ist böse. Ah, Queen geht auch auf den Single, Mensch. Jetzt geht sie erst drauf, okay. Ich weiß jetzt noch, ich weiß im Moment gar nicht, wie ich hier weitermachen soll. Aber ich denke mal, wir schicken die trotzdem hier jetzt hinter die Queen. Wir schicken die trotzdem hinter die Queen. So, dann geht es jetzt weiter. Sie hier auch mit dazu. Und einmal unser Luftschiff hier. Zum Heilen. Und ah, da kriege ich jetzt aber den Blimp nicht mehr mit rein. Ist egal. Ich kriege den Blimp hier nicht mehr mit rein. Und wo sind meine Hawkrider und meine Miner? Ah, da sind die. Okay. Ah, das sieht noch ganz gut aus. Dann können wir. Ah, ich kann mein Cleanup noch nicht mitsetzen. Sehe ich jetzt gerade. Ich kann mein Cleanup noch nicht mitsetzen, aber es sieht ganz gut aus, dass wir hier die Pokale holen. Gift habe ich jetzt nicht genommen. Den einen Lohn hauen wir hier noch raus. Und hier hinten hat er alles im Bau. Perfekt. Super, 3 Sterne. Ja. Ich hoffe, dass es 3 werden, aber es müssen eigentlich 3 werden, oder? Nicht, dass es wieder 99er wird, denn ich hatte die 99er heute. Muss ich sagen, schon, ich will es nicht sagen, satt, aber ich habe schon einige geholt und schnell meine Queen noch verzünden. Nicht, dass ich das verdaddel, aber 31 Pokale. Okay, 31 Pokale und ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, ich bin so ein bisschen am Pushen zurzeit. Ich bin im Moment so ein bisschen am Pushen und habe jetzt keine Hogs. Okay, habe jetzt keine Hoggies. Oh, hier fehlen mir auch noch 2 Truppen. Und bin halt im Moment so ein bisschen am Pushen Richtung Legende. Ja, was? Ja, warum auch mal nicht, ne? Totem in Legende, 4952, viel fehlt auch nicht mehr. Mir fehlen jetzt noch gute 50 Pokis. Dann sehe ich hoffentlich das erste Mal das Legendenmenü. Ich habe das ja noch nie gesehen, nachdem die Legende umgestellt wurde. Aber was wir vorher machen wollen, deswegen heißt auch die Folge das Letzte, glaube ich. Wir machen das Letzte hier fertig. Es ist aber gar nicht das Letzte, sondern das Letzte sind meine Bogenschützin. Meine Bogenschützin, das ist jetzt nicht so eine Truppe, diese Bogenschützin, die ich so ultra gerne benutze. Und deswegen level ich die meistens relativ spät. Aber 9,2 Mille können wir uns nochmal leisten, denn wir haben ja hier alles fertig. Auch da können wir hier jemanden Time to say goodbye sagen. Nämlich ihn hier, den brauchen wir nicht mehr. Danke, dass du da warst. Und dann kann er wieder rüber traveln. Und auch das haben wir, glaube ich, ja, wie gesagt, alles fertig und ja, Richtung Legende. Ich bin echt mal gespannt. Ich mache mal kurz einen Cut, denn irgendeiner muss hier reggen. Ja, der Kingdom muss noch ein bisschen reggen. Dann machen wir in jedem Fall mal so weit, dass wir es bis in die Legende schaffen. Und weiter geht's in Takt auf Richtung Legende. Jo, hurra! Ich habe, was habe ich denn hier eigentlich drin? Ah, ja, okay. Wir machen mal einen Warden Walk. Und ich habe jetzt aber. Naja, okay. Jetzt habe ich keine Ballons dabei. Das war noch ein Armeevorschlag vom Wochenende von jemandem. Und jetzt habe ich wieder Mauerbrecher dabei. Okay, das ist. Vielleicht ist es ein bisschen doof.
Vielleicht ist es ein bisschen doof, aber vielleicht können wir die ja doch noch irgendwo einsetzen. Wir nehmen hier hinten mal unsere... Nein, nicht. Mensch, wir nehmen die Kaserne. Ich wollte die Kaserne setzen hier hinten. Okay, ich wollte die Kaserne hier hinten eigentlich setzen. Und nicht den Otto da. Alles klar, wir nehmen hier schon mal einen rein. Und könnten jetzt gleich mit unserem Part starten hier. Okay, einmal die Bowler mit rein. Queen hier mit drinne. Und wir nehmen jetzt einfach mal die Mauerbrecher. Oh, der hat Clanburg. Heieieiei, der hat Clanburg. Das hatte ich nicht gesehen, dass der Clanburg hat. Okay. Ihn hier mit rein und... Oh, ist gerade ein bisschen zäher, aber ist nicht so schlimm. Orden habe ich in jedem Fall noch ganz gut gezündet und die gehen jetzt erstmal da so ein bisschen rum. Die müssen sich jetzt aber noch durch eine Mauer quälen, würde ich sagen. Und damit die mir nicht ganz alles verbraten, nehmen wir mal einen Fries dort. Und nehmen jetzt nochmal den Wut hier. Der Adler muss weg. Der Adler muss dringend weg. Und eben mal unsere Gladiatoren gezündet. Oh, Queen nicht vergessen. Komm, der Adler muss jetzt endlich mal weggehen. So. Adler ist jetzt schon mal weg. Und wo sind wir hier noch am Stissel? Hier hinten. Zwei Stück davon, den lassen wir mal mitfliegen hier oben. Und einen Fries haben wir noch. Einen Fries, den nehme ich hier mal bei den Kanönchen. Da oben auf Ecke. Und X-Bogen ist weg. Kanönchen ist weg. Oh, meine Gladiatorin wird es jetzt gleich... Jetzt gleich, die wir gleich abdanken. Die schafft keine Def mehr und wir haben nur noch, na was heißt nur noch, wir haben jetzt noch ein paar Yetis, Heiler und den Warden. Das wird ein Timefail, ja okay, es wird ein Timefail, aber war jetzt nicht so schlecht. Jetzt kriege ich natürlich nicht alle Medaillen, also von den 24 kriege ich jetzt nur ein Drittel oder nee, zwei Drittel bekomme ich. Das heißt, es bleiben noch 3x4, 3x4, 3x7. 21, 4x7, 4x7, 24, 2x7, 14, 14 Pokis bleiben mir über, ne? Müssen eigentlich 14 Pokis, ist das so? Ich glaube 14 Pokale, 14 Stück, oh ne, ein bisschen mehr, 16 Stück, 16, okay, 16 Stück habe ich mich da jetzt so hart verrechnet, konnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen, mal sehen, ob ich irgendwas verspenden kann, nein. Dann bauen wir die nochmal nach. Ich bin allerdings, ja, so passt das wieder, jetzt wieder mit dem Blimp unterwegs. Und, naja, kurzer Cut wieder. Und dann machen wir einen dritten Angriff. Wir sind ja gut unterwegs. So, Freunde, den habe ich jetzt eben mal ohne euch gemacht. Den habe ich quasi offline gemacht. Aber ihr seht das ja, ja, da war ich eigentlich so ein bisschen lost. So will ich das mal sagen, einfach mal so meine Queen da reingesetzt, voll in die Tesla fahr. Aber egal, jetzt ist sie natürlich schon gezündet, das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Aber dennoch probiere ich im Moment halt, ja, ich will jetzt nicht sagen, nur diese beiden Taktiken aus, also Yeti Smash und Hybrid mit Queen Charge. Aber die beiden sind im Moment für mich halt... ja, der Sternebringer, so wie ich es mal sagen, im CK. Und ich verliere allerdings meine Queen an der Stelle. Das war jetzt war ein bisschen ärgerlich da am Single. Da kam wieder der Frost ein bisschen zu spät. Habt ihr gesehen, da war noch ein bisschen zu viel Feuer drauf. Egal. Also geht's weiter oben mit der Kaserne. Und ich mache den mal ein bisschen schneller für euch, denn der war wirklich, der war am Ende nochmal richtig knackig. Denn ihr seht ja, was hier unten noch rumlungert. Und okay, nochmal drei Helden da unten, alles klar. Aber ich glaube, den haben wir ganz gut gerettet. Zumindest war der Chuck eben der Meinung, dass der doch noch ganz okay war, der Angriff. Und der hat mich in jedem Fall hier ganz, ganz weit nach vorne gebracht, Leute. Denn ich habe hier ein bisschen länger jetzt suchen müssen nach den Pokalen. Denn mir wurden die ganze Zeit hier nur noch Dörfer angeboten mit 9 Pokale. Und da habe ich eben schon gedacht... Das Ganze ist irgendwie verflucht oder sowas. Aber ist es nicht. Ich habe diesen hier dann nochmal gefunden. Und bin jetzt auch ganz, ganz nah dran, also mit euch mal live in die Legende reinzugehen oder reinzuschnüppeln. Und denn der hat mich 29 Pokale weitergebracht, der Kollege hier, der Cäsar. Vielen Dank.
dafür. Und jetzt brauchen wir nämlich nur noch 2 Pokale. Dann haben wir es geschafft. Und ich würde auch sagen, wir gehen direkt wieder rein in die Suche. Ist denn jemand will was? Nein, es will niemand was. Aber die kann jetzt ein bisschen dauern. Also da muss ich euch das Ganze dann rauscutten, weil ich habe jetzt eben schon ziemlich lange gesucht von meinem Boost. Und aber ich bin mir zuversichtlich, dass wir die restlichen Pokale hier jetzt noch reinbekommen. Kurzer Cut. Oh, okay. Ein Rathaus 12. Das habe ich jetzt schon länger nicht gehabt, dass ich mal einen 12er hier matche. In Titan 1 sind wir ja noch und den nehmen wir mit. Jetzt muss ich mal eben schauen. Aha, okay, da habe ich die drin. Können wir aber so machen. Multi. Wir haben Yeti Smash hier. Gucken, wie wir das am einfachsten gestalten. Ich muss ja nicht immer hier so ein Walk machen. Was hat er in der Clanburg? Nix. Und viele Fallen, die wir da schon mal auslösen. Hat er noch mehr Fallen hier oder was? Junge. Okay, er hat nicht noch mehr Fallen. Alles klar. Dann gehen wir hier rein. Und gehen mit Queen vor, würde ich sagen. Ja, wir gehen mal mit Queen vor. Mal sehen, wo die hinwandert. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich die Gute hier ein wenig in Wallung bringe. Okay, die müsste aber jetzt eigentlich nach da gehen. Was habe ich denn da? Oh, ich hab das hier. Okay. Mal eben überlegen. Wir haben noch Mauerbrecher. Okay, wir haben noch Mauerbrecher. Allerdings kriege ich die jetzt nicht da rein. So sowieso nicht, Toto. Alles klar. So sowieso nicht. Alles klar. Naja, okay, müssen wir das Beste draus machen jetzt. Da müssen wir eben mal das Beste draus machen. So, dann gehen wir hier über die Ecke rein. Ja, alles klar. Alter, der hat aber auch mal alle Fallen da, wa? Junge. So, jetzt aber mal rein hier, Leute. Helden hinterher. Und so viel haben wir ja jetzt nicht mehr. Jetzt hab ich schon mal einen 12er hier. Und ich wollte gerade sagen, und verkacke ich auch noch. Okay, wir legen mal eben den Adleralarm. Wo ist meine Queen eigentlich? Ich wollte gerade sagen, wo ist meine Queen? Wo sind meine Heil? Aber die sind ja alle weg. Nehmen wir hier nochmal den letzten Wut. Aber wir haben noch einen Frostzauber. Ich hoffe, den nehmen wir auch noch ein bisschen sinnvoll mit. Schnell nochmal die gezündet. Und dann haben wir noch... Oh, wir haben noch heftig viele Gebäude da, aber die sind da noch ein bisschen in PS in Wut. Das müssten wir eigentlich packen. Ja, ich hatte jetzt Sorge. Ich meine, okay, das ist nicht selbstverständlich, dass ich hier auch 12er, 3er in jedem Fall. Aber mit den Pokalen hier 27 bekommen wir, sind wir in jedem Fall ab in die Legende. Und ich sehe es ja jetzt das erste Mal. Wie gesagt, ich war schon ewig nicht mehr hier oben, kenne das ganze Menü und das ganze Prozedere eigentlich gar nicht. Und mal sehen, was jetzt auf mich zukommt. Was mir auch noch fehlt, Leute, ist eine Legendenbase. Ich habe nämlich keine. Ich habe überhaupt keine richtige Legendenbase und muss jetzt überhaupt mal schauen, wie das mit dem da oben so läuft. Also, da oben steht jetzt schon mal die 1. Wir können hier nochmal nachbauen, da ich noch ein bisschen Boost habe. Und so ist das nicht so gut, so ist es besser. Und also, man muss jetzt die Legende, muss man die jetzt beitreten oder nicht? Hier steht ja, winning a match can give maximum reward. Note, Legendary has special end of season rules and rewards. Okay. Also ich muss den ja eigentlich gar nicht beitreten. Ich könnte jetzt einfach so weitermachen, wäre jetzt glaube ich trotzdem im Legende. Aber ich würde natürlich das Menü dann nicht sehen, was ich eigentlich sehen will. Ja. Okay, also gehen wir hier rein. Wir sind in der Legend League, das erste Mal, mit 5024. Und der Dirk von Timeout 2 ist noch kurz vor mir. Und jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie dieses Menü aussieht. Ah, Sign up to Legend League. Okay, hier muss ich das erst machen. Alles klar. Das habe ich noch nie gesehen hier. Battle Lock, Defense, Attack. Das ist das erste Mal, Leute, für mich. Und wir gehen auch rein. Und, aha, Finding Opponents. Zeit 16 Minuten. Rent League Day ends in 15 Stunden. Okay. Und sucht er jetzt etwas schon für mich oder ich will ja noch gar nicht angreifen?
Ich weiß jetzt echt nicht, wie das läuft, Leute. Okay, oder habe ich keinen Angriff mehr jetzt für heute? Keine Ahnung, da muss ich mich jetzt mal kurz orientieren. Ich weiß nämlich echt nicht, wie das Ganze läuft. Das ist witzig, ne? Toto macht hier voll die Videos und weiß aber nicht, wie das hier oben in Legende geht. Ey, tolle Wurst. Ja, ich muss mich kurz mal schlau lesen. Okay, Leute, ich muss mich jetzt echt mal schlau machen. Aber ich habe jetzt rausgefunden, ich weiß immer noch nicht, warum der sucht. Ich will noch gar nicht attacken. Aber ich habe jetzt schon rausgefunden, dass wir hier in der Defense Clan Castle Truppen nehmen können. Ich nehme die jetzt mal hier. Use, die habe ich jetzt gerade bei mir in der Clan Castle Set. Clan Castle Troops to defend your village the next League Day. Aha, den nächsten Ligatag, also die nächsten 15 Stunden. Und okay, ich kann jetzt meine This is the Endbase kann ich gar nicht nehmen. Home Village, ah, ich kann auch die Warbases nehmen, okay. Ich kann die Warbases auch als Legendenbases nehmen. Ah, das ist natürlich nicht schlecht. Okay. For the defense the next League Day, okay. Ah, das ist ja cool. Das heißt, ich könnte auch mal eine Warbase nehmen. Okay, choose. Mhm. Alles klar, Battle Lock haben wir noch nichts. Attack Lock ist noch nichts. Habe ich jetzt noch 8 Minuten Zeit. Ich warte die Zeit jetzt mal ab, Leute. Und dann checken wir mal. Das heißt also, wenn ich jetzt noch mal die Clan Castle Truppen tausche, das ist ja wie normal, dann kann ich natürlich noch wieder mit anderen Clan Castle Truppen angreifen. Aber das ist heute meine Defense hier. Okay, auch nicht schlecht. Ich muss mich jetzt wirklich mal ein bisschen schlauer machen hier, weil ich hier oben ja echt noch nie war. Und ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe eben mal nachgefragt. Und ich bin jetzt mal gespannt, wenn diese 8 Minuten hier um sind, was dann passiert. Also nochmal ein 8 Minuten Cut. Und ja, das waren jetzt zwar mehr Schnitte, aber ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm für euch. Okay, Freunde, es ist soweit. Ich bin jetzt richtig angekommen, habe mich jetzt auch nochmal schlau gemacht, was es eigentlich heißt, hier ein Schild zu haben und kein Schild zu haben. Also ich bin im Moment unshield und ich kann attacken und kann auch attacked werden. Was ich noch nicht weiß, da will ich jetzt nicht klicken, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Was kostet so ein Schild hier mal zu kaufen, wenn ich mal so einen Tag keinen Bock habe hier auf dieses Dorf hier. Könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben, tatsächlich mal unten reinschreiben. Und wenn ich aber jetzt auf Attack gehe, dann hat sich das Bild hier auch geändert. Also die Zeit ist um. Ich habe noch, das haben wir eben schon gesetzt hier. Ich habe noch nichts im Battle Lock und es stand ja dabei, dass die Angriffe unter Umständen am ersten Tag reduziert sind. Okay, ich kann also noch 5 Angriffe machen. Einen mache ich jetzt mit euch. Ich bin jetzt echt mal gespannt und ich muss ja jetzt mit der Truppe los, die ich jetzt hier am Start habe. Okay. Das ist auch ein bisschen ungewohnt für mich, nicht auf weiter zu klicken oder so. Also Find a Match, Matches left 5 von 5. Gehen wir mal rein. Und, ne, wir gehen noch nicht rein. Aber jetzt ruft hier jemand an. Junge, Junge, Junge. Brauche immer 13 Stunden für eine Aufnahme, weil dazwischen habe ich irgendwie mal Telefongespräche. Okay, Find a Match. Ich kann also attacken. Und da machen wir das auch mal. Ich habe jetzt die Clanburg. Die nehmen wir ruhig mal mit. Ist ja egal. Die nehmen wir ruhig mal mit und sofort gematcht. Okay, Surrender. Ah, abbrechen kann ich. Boost Army. Warum kann ich den jetzt... Ach so, Boost Army kann ich immer noch machen, weil ich die Bogenschützin noch nicht habe. Okay. Ah, ja, 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 alles klar, Leute. Los geht's. Oh, schade. Schade, dass ich keine Kubis habe. Jetzt habe ich auch gar nicht so lange Überlegzeit hier, ne? Ah, Mist. Mann, Mann, Mann. Okay, wir checken mal. Der hat ja auch was in der Clanburg. Oh, das ist aber ganz schön laut. Der hat natürlich auch was in der Clanburg. Mal sehen, ob da noch mehr drin ist. Da wird ja eigentlich noch mehr drin sein, oder? Das kann ja jetzt nicht alles sein, was der da drin hat. Warte mal. Okay, ist egal. Vielleicht ist es doch so. Vielleicht ist es doch so, Leute. Mal gucken. Was ist da drin? Eine Walküre, okay. Tut die Walküre jetzt weh? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht ist das ja... Ich kenne die Meta-Devs hier auch gar nicht, Leute. Ich kenne hier die Meta-Devs nicht. Und... Meta-Dev. So ein Quatsch, ne? Okay. Dann... Ich darf den Angriff aber gar nicht so verstreichen lassen. Stelle ich jetzt gerade so fest. Okay. So, da kommt jetzt ja meine Clanburg raus. Die ist auch ziemlich fiese, würde ich sagen. Denn die beinhaltet natürlich etwas ganz Besonderes, nämlich die Hunter. Mal sehen, ob ich hier jetzt reingehen kann. Oh, meine Queen darf mir nicht
verenden. Oh doch, die Queen verendet mir. Nein, die Heiler switchen da. Ach du Scheiße, nee. Oh Leute, jetzt bin ich verwirrt. Eieieiei, Scheiße. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist denn mein... Und vor allen Dingen find ich gerade meine ganzen Truppen nicht. Was heilen die denn hier? Was heilen die hier? Komm, jetzt gib mal den... Jetzt gib das mal zu da. 39%. Okay, Alter, das ist aber schlecht. Okay, das ist aber extrem schlecht jetzt gerade. Und, oh, ich habe noch ein paar Mauerbrecher. Okay, ich habe noch ein paar Mauerbrecher. In der Hoffnung, dass die da ein bisschen für Ablenkung sorgen. Junge, 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 man merkt schon, dass ich keinen Plan habe von der ganzen Sache hier. Ein Stern nur. Scheiße. Nur ein Stern. Na, okay. Guter Beginn hier für mich in die Liga. Ich freue mich. Scheiße. Nein, nicht scheiße. Okay, ein Stern. Also, alles klar. Wissen wir Bescheid, wie es geht. So geht's nicht. End Battle, reicht das? Ich meine, ich weiß auch gar nicht. Ich meine, ein Stern ist ein Stern jetzt. Was ich da an Pokale kriege. Wir können das aber mal aufgeben. Wir kriegen 9 Pokale, okay. Bonus ist E-Latte. Und damit haben wir aber immerhin hier was im Lock stehen, im Battle-Lock. Also ein Angriff, ein Stern, okay. Jetzt war ich ein bisschen nervös gerade. Wir haben noch keine Defense. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das hier weitergeht. Bauen aber mal ein bisschen weiter. 4 Angriffe habe ich ja noch. Und ja, die mache ich jetzt auch. Und hoffe, dass euch das Ganze ganz gut gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Wieso habe ich hier... Achso, okay, das ist mein Attack-Lock. Defense habe ich noch nicht. Die nehme ich dann auf, wenn ich mal eine habe. Aber ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Glocke stellen. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Vermutlich hier aus der Legende oder dann auch im Livestream aus den Legenden. Schauen wir mal. Bis dahin. Habt einen schönen Wochenstart. Euer Toto.